Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Ein Blick in den Fernseher, so wie immer. Leben vom Land heute Abend sehr schön. Den Wahrsager gucken wir uns nicht an, weil wir auf keinen Fall heute in die Wüste fahren. Nein, nein, das machen wir nicht. So, Trüffelöl ist fertig. Haben wir noch einen Trüffel am Start? Nö, haben wir nicht. Okay. Die Melonen und der Rotkohl. Ich glaube, die brauchen auch nicht mehr allzu lang. Und da haben wir schon den Trüffel. Das ist aber echt lieb von euch. Ihr Schweinchen, ihr seid alle so produktiv hier. Ja, und ihr natürlich auch, ihr Kühe. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ist wie im Büro hier. Guten Morgen. Im Großraumbüro. Wo ist denn das Schäfchen? Da ist es. Guten Morgen. So. Okay, ich weiß nicht, ob wir sie jetzt alle haben, aber wir dürften sie fast alle haben, oder? Dich haben wir? Dich haben wir? Ich weiß nicht, ob wir dich hier haben. Wer bist du denn? Chuck Norris, dich haben wir auch. Krass. Okay, gut. Dann werden wir noch einmal hier den Käse machen, so wie immer. Um ein bisschen was zu verdienen. Mit der Ziegenmilch am besten, weil die Lea mag Ziegenkäse. Dann können wir ihr das mal schenken, das ist ganz gut. So. Okay, und dann können wir hier auch nochmal kurz gucken, wie es hier drin aussieht. Eine Entenfeder, das ist auch schön, denn das ist super zum Verschenken. Nein, nicht das Ei essen. Ach, das Inventar ist wieder voll. Ach, Mann, das passiert mir aber auch einfach zu oft. Ja, komm, dann bleibt die Mayonnaise jetzt da drin bis morgen. Es tut mir leid. Ist ja nicht so schlimm. Schweinchen, ich hänge hier in deinem Trüffel fest. Okay. Sind wir einfach mal voll reingelatscht. So, guten Morgen, Slifki. Mau, ja. Allerdings, wem sagst du das? Das kannst du laut sagen. So, dann wollen wir doch mal einmal hier noch mal ein bisschen Zeug verkaufen, damit wir Platz im Inventar haben. Was verkaufen wir da? Den Käse, die Eier. Eichenharz verkaufen wir mal nicht. Vielleicht brauchen wir das noch mal. Das verkaufen wir und... Ach komm, hier das Omelette, die Karpfenüberraschung, die... Ach komm, brauchen wir auch nicht unbedingt. Stein, den verkaufen wir nicht. Ahornsamen kann weg. Und ich glaube, den Rest behalten wir mal besser. Dann tun wir hier noch einen Trüffel in unsere Trüffelmaschine. So, rein da. In die Trüffelmaschine. Und dann könnten wir jetzt eigentlich auch schon gleich losziehen. Aber ich will noch unbedingt diesen Fischtopf da machen. Diesen Fischtopf, Quatsch. Diesen Topf, wo man hier irgendwie diese Köder für den Angelkram sich selbst machen kann. So, 25 mal das. Einmal Gold, einmal Eisen. Und Faser. Okay, ich glaube, damit haben wir es. Der Wurmeimer. Neuer Erfolg Handwerker. Ja, schön. Okay, der Wurmeimer. Produziert regelmäßig Köder. Die Würmer benötigen kein Futter. Gut. So, da. Und das macht jetzt einfach die Köder, oder was? Scheint fast so. Na gut, dann ziehen wir doch gleich mal los. Oder ich nehme noch hier ein paar Geschenke mit. Ein Smaragd haben wir, komm, nehmen wir noch einen Aquamarin mit, nehmen wir noch einen Rubin mit. Hier, das haben wir, Kaktusfrucht haben wir. Ja, ich glaube, das tut's erstmal. Das tut's erstmal. Und dann wollen wir uns doch gleich direkt neue Köder kaufen gehen. Oder... Gehen wir erst... Ach, Würmer sind da. Moment. Die wollen wir haben. Haben sich ein bisschen versteckt. Ach, die haben nur Lehm dabei. Warum haben die immer nur so einen Schrott dabei? Und ich finde, es könnte auch echt mal regnen. Es könnte echt regnen, damit wir noch diesen Riffbarsch fangen können. Hallo, Pem. Ey, du hast vermutlich eine Menge leckeres Zeugs auf deinem Hof gepflanzt, hm? Ja, ja. Willst du uns ausrauben? Wird zu ihr passen. So, Mani ist da. Der Alex, der... Ja, was mochte der denn noch? Das weiß ich jetzt wieder nicht. Ja, müssen wir gleich mal nachgucken. Der ist auch gar nicht da. Wo ist der denn? So früh morgens? Alex. Louis, Kent? Haley, Emily? George und Evelyn. Wo ist denn der Alex so früh morgens? Der ist... Am Strand ist der. Okay. Dann gehen wir mal dahin. Dann gehen wir mal dahin. Da ist auch der Elliot. Und der Elliot, der mochte doch, glaube ich, die Entenfedern auch, oder? Ich glaube, ja.
Was hier los? Ja, was hast du denn? Alex. Oh, Impi, du hast mich weinen sehen. Ja. Ist ja nicht so schlimm. Ist aber auch ein Problemfall, der Alex. Es war heute vor 12 Jahren, der Tag, an dem meine Mutter starb. Ich erinnere mich noch gut an sie. Sie machte immer diese gesalzenen Rettichbrote als Pausenbrot und hat mit mir Gitterball im Garten gespielt. Sie hat sich gut um mich gekümmert und ich war zu jung, um wirklich Danke zu sagen. Jetzt ist sie für immer fort. Ja, das tut mir leid. Und alles, was mir als Andenken geblieben ist, ist ihre geheime Musikbox. Okay. Ach Mensch, das tut mir ja wirklich leid. Nun, was denkst du gerade, Impi? Ehre die Erinnerung an deine Mutter, indem du immer dein Bestes gibst. Du solltest nicht zu sehr an der Vergangenheit hängen. Ich bin immer für dich da, wenn du einsam bist. Finde dich damit ab, das Leben ist für alle schwer! Ja, ich bin immer für dich da, wenn du einsam bist. Danke, Impi. Du bist anders als die anderen Typen. Einfühlsamer. Ja, ja. Aber du in der Regel nicht. Du verhältst dich meistens wie ein Arsch. Außer jetzt. Jetzt ist er nett. Ich bin froh. Sei doch öfter mal nett. Dann mache ich auch öfter gerne was mit dir. Nun, es ist sinnlos, heulend herumzusitzen. Gehen wir zurück in die Stadt. Ja, okay. Und was machen wir da? Impi? Ja? Was ist denn? Sag niemandem, dass ich geweint habe, okay? Ach, das sagen wir niemandem. Natürlich. Hey! Okay, und da läuft der Alex. Alex! Hey, nette Sonnenbräune. Hm? Ja, ja, nette Sonnenbräune. So, können wir dir denn was schenken und wenn ja, was? Alex, Hasenpfote. Ja, komm. Ach nein, nein, wir haben die Herzchen ja voll. Du kriegst jetzt hier so einen Strauß von uns. Komm, Alex. Der letzte, was sagst du? Das nehme ich gerne an, danke. Oder wird er rot? Ich wusste nicht, dass du auch so empfindest. Ja, ja. Tun wir auch eigentlich nicht. Tut mir leid. Aber man muss ja alles ausprobieren hier. Hasenpfote. Alex, du kriegst jetzt sogar noch eine Hasenpfote. Ach, eine Hasenpfote haben wir nicht. Wir haben nur eine Entenfeder. Ja, was schenken wir dem Alex dann? Ich glaube, dann haben wir jetzt gerade gar nichts, was der gut findet. Dann lassen wir das auch erstmal. Alex, mach's mal gut. So. Und dann, so. Ach, gemischte Saat. Immer gemischte Saat. Ich will keine gemischte Saat haben. Guten Morgen, Elliot. Impi, ich weiß, dass du an mein schriftstellerisches Talent glaubst. Das bedeutet mir sehr viel. Ja, ja, bitte, bitte. So, und du kriegst sogar eine Entenfeder von uns. Die ist doch bestimmt fabelhaft. Impi, das ist ein wunderschönes Geschenk. Danke dir. Ja, bitte, bitte. Bitte, 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 Elliot. So. Wir gehen Köder kaufen. Ja, wir gehen Köder kaufen. Vielleicht schenken wir dem Alex einfach mal hier so ein Topaz. Guck mal. Das ist cool, danke. Ja, voll der coole Topaz ist das, Alex. Wenn dir der gefällt, na schön. Da freue ich mich doch. So, guten Morgen, lieber Willy. Der Willy könnte eigentlich auch mal was von uns kriegen, ne? Den vergessen wir immer, weil wir den nicht ganz so oft sehen. Willy. Prismatische Scherbe, Hasenpfote, Diamant, Katzenfisch, Oktopus, Seegurke, Kürbis, Iridium, Barren, Stör und Met. Ja, Stör. Stör will ich auch geschenkt kriegen, Willy. So, verkaufen wir ihm erstmal hier die Venusmuschel und die Regenbogenmuschel. Dann haben wir ein bisschen was verdient und dann kaufen wir jetzt hier mal kräftig ein. Köder. Ja, komm. Besser mehr als zu wenig hier. Kaufen wir gleich mal, komm. Machen wir gleich mal 250. Es ist dezent übertrieben, aber gut. Fische entkommen langsamer. Bleifischköder. Den nehmen wir auch noch mit.
So, das kommt daran und das kommt auch daran und dann wollen wir doch mal gucken. Dann wollen wir doch mal gucken. So, für den Willy haben wir jetzt leider nichts dabei, was den Willy interessiert. Das tut mir sehr leid, Willy. Gehen wir doch jetzt mal wieder mal zum Angeln. Und wir haben leider nicht mehr diese Fischmahlzeit da, diesen Matrosenteller oder was das war. Und ach, wir könnten auch neue Bouquets kaufen beim Pierre. Da müssen wir aber einmal mal gucken. Moment, wer fehlt uns denn noch in unserer schlimmen, furchtbaren Liste hier? Die haben wir schon alle rumgekriegt. Alex auch. Maru auch. Es fehlt noch der Sam und der Harvey. Also wir brauchen noch zwei Sträuße. Und Sam und Harvey gehen wir auch nochmal eben besuchen. Wir gehen Sam und Harvey besuchen. Habe ich das... Jo, da ist das gute Öl für den Harvey. Hallo Harvey, du stehst da wieder ganz allein hinterm Tresen. Die Maru hilft heute hier nicht aus, aber... Guck mal, das versüßt und verölt dir den Tag. Das ist für mich, das mag ich am allerliebsten. Kannst du etwa Gedanken lesen? Ja, so ein bisschen schon. Es ist kein Problem, ein wenig Sonnenlicht abzubekommen. Versuch nur keinen Sonnenbrand zu kriegen. Okay, pass auf dich auf, bleib gesund. Ja, ja, das machen wir schon. So, ist der Sam jetzt wieder am Arbeiten? Ach, da ist er. So, dann kriegt der Sam jetzt mal eine Kaktusfrucht. Das haben wir ihm noch nie geschenkt, aber das findet der offenbar toll. Oh doch, das haben wir ihm schon. Einmal haben wir ihm das geschenkt. Oh yeah, das habe ich besonders gern. So 7 von 10. Warst du schon in der Wüste? Dort gibt es ein paar interessante Dinge zu entdecken. Vater hat mich ein paar Mal dorthin mitgenommen, als ich jünger war. Hm? Das stimmt, das ist interessant da. Da hast du recht. So, wir kaufen nochmal 2 Blumenbouquets. Und dann sind wir der Hochzeit auch gar nicht mal mehr so fern. Guck mal, Pia, das kannst du haben. Das kannst du auch haben und das auch. Und komm, das Eis auch, da haben wir ein bisschen was verdient. So, und die Trüffel... Ah, die Trüffel, ja, hm. Ach komm, die bringen richtig viel Geld, die Trüffel. Wie viel bringt das Trüffelöl? Boah, das bringt noch viel mehr. Ja, Harvey, da kriegst du aber teuren Scheiß von uns geschenkt. Das muss man ja mal sagen. Na gut. Vielleicht besuchen wir auch noch... Oh, hallo Lea, das war jetzt zu spät. Vielleicht besuchen wir auch noch die Frau Penny und schenken ihr hier den Smaragd. Den habe ich doch extra mitgenommen. Die ist doch bestimmt wieder in der Bibliothek. Nö, ist sie gar nicht. Jess ist zu Hause? Gas, der Gas hat Geburtstag. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich habe keinen Diamanten mehr, oder? Scheiße. Gas... Hasenpfote, Diamant, Fischtacke, Orange, Schneckengericht. Nein, 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 nein. Was schenken wir ihm denn dann? Verdammt, 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 verdammt. Da müssen wir uns jetzt aber dann doch noch drum kümmern. Vielleicht wird das dann heute doch kein Fischtag mehr. Ich weiß noch nicht so genau. Herr Bürgermeister, hallo. Ich sag nur mal so im Vorübergehen, hallo. Ich habe keine Zeit. Ach Mensch, das habe ich ganz vergessen. Tja, ein Schneckengericht. Können wir das kochen? Und wenn ja, woraus? Also... Aus Schnecken. Aber ich habe gar keine Schnecken, oder? Sowas habe ich gar nicht. Hm. Gucken wir doch einmal hier rein. Das Schneckengericht. Ach, das ist so unübersichtlich hier. Ich wünschte, wir könnten das irgendwie sortieren. Ich meine, das ist ganz süß mit den ganzen Bildchen und so, aber das ist total unübersichtlich. Schneckengericht. Hm. Also entweder habe ich das jetzt so schnell nicht gesehen oder wir kennen das noch nicht. Ich habe jetzt ja auch nur Schneckengericht. Schnecke und Knoblauch. Knoblauch haben wir. Wo kriege ich eine Schnecke her? Tja, wo kriege ich eine Schnecke her? Und zwar schnell. Da unsere Fischtöpfe habe ich ja nicht mehr befüllt. Ich Idiot. Haben wir sowas hier drin, eine Schnecke? Nee, haben wir nicht. Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, das wird nichts. Ja, was schenkt man dem Gast denn dann? Haben wir noch einen Diamant irgendwo? Ich glaube, wir haben den schon verschenkt, den Diamant, den wir hatten. Ach Mensch, das ist ja jetzt ärgerlich. Das ist jetzt super ärgerlich. Wir haben keinen Diamant mehr. Was mag er denn noch gerne? Gas, wo bist du denn? Da. Fischtaco, Orange, Schneckengericht. Diamant. Ja, Orange, das haben wir alles nicht.
Okay, ganz ehrlich, Gas, es tut mir leid. Es ist jetzt nicht so super special, aber du kriegst eine Pastinake. Du kriegst eine Pastinake, weil ich einfach nicht weiß, was ich dir sonst schenken soll. Das tut mir leid, aber gut. Ich glaube, das ist trotzdem ein ganz gutes Geschenk. Das ist jetzt nicht so super toll. Aber Pastinaken mögen sie ja alle immer ganz gerne. Schauen wir mal, was er sagt. Er wird es bestimmt ganz in Ordnung finden. Müssen wir mal gucken. So, der ist vermutlich hier drin, so wie immer. Jo, da steht er. Gas. Erstmal will ich doch mal gucken. Der Kaffee beim Gas, der kostet 300 Goldmünzen. Jetzt ist das so. Für unser Trüffelöl, was wir dem Harvey immer schenken, kriegen wir so viel Geld. Ich glaube, wenn wir dem Harvey lieber Kaffee schenken, weil das liebt er ja auch, dann kommen wir bedeutend günstiger weg. Da kaufe ich lieber ein bisschen Kaffee und verkaufe das Trüffelöl. Ich glaube, das ist besser. Volles Frühstück. Das mochte doch der Alex gerne, ne? Komm, nehmen wir das auch noch mit. Das war jetzt sehr teuer. Naja, was man nicht alles macht. So, lieber Gas, alles Gute zum Geburtstag. Du hast dich an meinen Geburtstag erinnert, das freut mich, danke. 9 von 10, das läuft doch hier zwischen uns. Hallo Impi, ich bin froh, dich zu sehen, du bist hier immer wieder willkommen. Ja, immer wieder, ich weiß. So, was uns zur Ausgangssituation zurückbringt. Wo ist die Penny? Alex, Haley, Jess, Vincent. Jess und Vincent sind in der Bibliothek und Frau Penny ist nicht bei denen? Warum ist denn Frau Penny nicht bei denen? Das ist aber ungewöhnlich. Ja, wo treibt die sich rum? Da ist die Penny. Die ist beim Sport machen hier im... Nee, die ist... Was? Die ist da oben? Beim Gemeindezentrum? Da ist die doch sonst nicht. Ja, da müssen wir mal gucken, was da jetzt los ist. Die ist doch sonst nicht alleine da oben beim Gemeindezentrum. Hallo, Harvey. Achso, mit dir haben wir ja geredet. Stimmt. Okay. Wo sind wir jetzt? Hier sind wir. Da ist Penny. Da ist der Demetrius. Die Penny ist ganz alleine hier oben, ohne die Kinder. Das ist ja komisch. Guck mal hier, Penny. Danke dir. Ich stehe total auf sowas. Ja, ich weiß doch. Hallo, Impi. Es ist gut zu sehen, dass bei dir alles in Ordnung ist. Mhm. So, dann gehen wir jetzt auch noch einen Moment angeln. Ich weiß, es ist aber ein notwendiges Übel. Ich weiß, wir haben das in der letzten Zeit bisschen arg häufig gemacht. Aber es muss sein. Es muss einfach sein. Hallo, Abigail. Ich dachte immer, dass Pelikan etwas trostlos sei. Aber in letzter Zeit habe ich einige Dinge zu schätzen gelernt. Mhm. Hallo, Linus. In all diesen Jahren habe ich einige Geheimnisse über das Leben herausgefunden. Du wirst schon selbst drauf kommen müssen. Ja, Linus. Da macht das wieder super spannend, der Linus. So, auf ein neues... Achso, nein, die Fischsuppe. Genau, die Fischsuppe bringt plus 1 nur und nicht plus 3. Aber pff, ja, was soll ich machen? Was soll ich machen? Das andere können wir einfach nicht mehr machen. Wir haben halt keine Sardinen mehr. So, wie lange hält die denn vor? 10 Minuten? Ach du Scheiße. Ja, das kriegen wir heute nicht mehr rum. Ja, Gott, komm, jetzt aber stör. Bitte. Ich bin's jetzt auch leid, immer drum zu betteln, dass du hier mal anbeißt. Wir hatten den ja schon ein paar Mal an der Angel. Aber ich hab's nicht geschafft, den einzufangen. Was mich echt geärgert hat. Und ich hoffe ja, dieser Fischköder, den wir da zu Hause machen, der ist besser als der Fischköder, den wir sonst... Ach, das ist er wieder nicht. Der ist besser als der Fischköder, den wir sonst immer so dabei haben, weil der ist echt nicht so toll. Hier, der, den wir hier beim Willy kaufen können, ist nicht so klasse. So. Ich bitte darum. Ja. Oh, das könnte er sein. Das könnte er wirklich sein. Der ist sehr geschickt, im Gegensatz zu anderen Fischen. Oh Gott, ich glaube, das ist er. Das ist er. Oh, bitte, bitte, bitte. Oh, wir haben ihn. Bitte lass es den... Ja, verdammt nochmal. Gott sei Dank. Ich habe so verdammt lange probiert. Endlich. Wir gehen jetzt sofort zum Community Center, sage ich schon. Zum Gemeindezentrum. Und geben den sofort da ab. Den will ich auf keinen Fall aus Versehen irgendwie für irgendwas verbrauchen oder verkaufen oder sonst irgendwas. Bin ich froh. Endlich haben wir den Stör. So, und jetzt müssen wir einen Regentag abwarten, bevor wir diesen
Rotbarsch oder irgendwie sowas. Ich weiß gerade wieder nicht. Moment, ich guck mal einmal. Riffbarsch. Bevor wir den Riffbarsch fangen können. Ah, bin ich erleichtert. Gott sei Dank. Mir reicht's jetzt hier mit dir. Du oller Stör. Bündel komplett. Okay, was gibt's dafür, liebe Junimos? Es gibt einen verkleideten Dreher, ein Angelgerät. Ja, ist doch ganz okay. So, jetzt fehlt uns nur noch der Riffbarsch. Den können wir bei Regen fangen im Sommer und im Herbst. Und der Glasaugenbarsch, den können wir im Herbst fangen. Jo, dann haben wir das endlich. Gott sei Dank, meine Güte. So, 17.30 Uhr ist es. Wen kann man denn heute noch eine Freude machen? Gucken wir mal hier. Den Gas haben wir beschenkt. Der hatte ja Geburtstag. Den Jess könnten wir was schenken. Dem Sebastian. Sebastian und Elliot haben wir was geschenkt heute schon, glaube ich. Ja. Der Penny haben wir auch was geschenkt. Und dem Alex auch. Und der Maru haben wir nichts geschenkt. Was mag die Maru denn noch so gerne? Blumenkohl. Ja, das ist ein simples Geschenk. Bergarbeiterleckerbissen. Ein Goldbarren. Ja, Goldbarren. Goldbarren kannst du haben, Maru. Warte mal. Goldbarren haben wir sogar dabei. Ja, dann gehen wir doch jetzt mal dahin, schenken dem Sebastian eine gefrorene Träne und seiner Schwester einen Goldbarren. Goldbarren, das ist ja noch relativ leicht zu besorgen. Sonst mussten wir ja irgendwie immer einen Diamant schenken, weil wir nicht wussten, was sie sonst gern hat. Da ist das doch besser. Hallo Abigail, hab ich denn... Ach Abigail, du müsstest auch mal wieder was kriegen. Das tut mir leid. Du kriegst bald auch mal wieder was von uns. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Ach, die sind gar nicht zu Hause, oder? Doch, der Sebastian ist zu Hause. Okay, der kriegt von uns jetzt hier nochmal so eine gefrorene Träne. So, bitte sehr. Das mag ich am liebsten. Woher wusstest du das? Ja, wusste ich halt. Jeder ist so glücklich, wenn die Sonne draußen scheint. Andere Leute mögen andere Dinge. Ja, ja, das stimmt. Das ist doch auch schön so. So, ist die Maru auch zu Hause? Maru? Maru ist nicht da. Wo treibt die sich denn rum zu so später Stunde? Da ist nur der Sebastian. Maru, Maru, die ist in der Stadt. Was macht die in der Stadt? Rüsten wir uns mit einem Goldbarren aus. Für die Maru. Ja, dass die so spät hier sich noch rumtreibt. Also, ich meine, es ist 18.40 Uhr. Da wird sie wohl keiner kidnappen hier auf offener Straße. Aber trotzdem wundert mich das. Sonst ist die... Maru, wo ist denn das? Hier sind wir. Da unten. Bei der Penny am Haus irgendwo. Okay. Gut. Irgendwo hier. Da ist sie. Hallo Maru. So. Ist das... Oh wow, Impi, das haut mich um. Komm auf mein Zimmer, falls du mit meinen Gerätschaften spielen willst. Oh lala. Ja, ich würde gern mal... Das klingt jetzt sehr zweideutig, aber ich würde mir tatsächlich gerne mal die Gerätschaften angucken. Aber irgendwie hat das ja beim letzten Mal nicht geklappt. So, den Gas haben wir beschenkt und übermorgen hat die Maru Geburtstag. Okay, das ist ja recht simpel mit dem Geschenk. Und dann ist das Luau. Oh Gott, das Luau. Scheiße. Was tun wir denn da rein? Wir haben doch gar nichts Gutes. Oh, das ist doof. Das ist doof. Ja, da müssen wir nochmal überlegen. Das weiß ich jetzt auch noch nicht. Das weiß ich jetzt auch noch nicht. Die zwei Blumensträuße habe ich gekauft. Okay, das ist super. Weiß gar nicht so recht. Sollen wir vielleicht nochmal... Jetzt habe ich ja wieder Hartholz verbraucht. Ja, ich glaube, wir gehen nochmal in den Wald. Wir gehen nochmal in den Wald. Ja, und das Trüffelöl. Das Trüffelöl können wir jetzt einfach verkaufen. Wir haben ja jetzt für den HW, haben wir ja jetzt hier Kaffee. Das ist ganz gut. Das volle Frühstück für den Alex, das ist auch gut. So, den Karpfen, der kommt in unsere Fischbox. So. Wo ist er denn jetzt? Da. Ja, ich frage mich ja, wie viel Köder wir rausbekommen aus dieser Ködermaschine, die wir uns da gezimmert haben. Das weiß ich auch nicht so genau. Wenn das jetzt jeden Tag nur ein Köder ist oder so, ist das ja eher wenig rentabel. So, da ist noch ein Trüffel. Das hat irgendein Schweinchen hier hingekackt, den Trüffel. Also eigentlich sollen die eher ausbuddeln aus der Erde, die Trüffel. Aber ich finde, das sieht aus, als hätten die Trüffel hingekackt. So ein bisschen. Naja. Ist ja nicht so schlimm, wenn das bei den Dorfbewohnern gut ankommt. Ich meine, es gibt ja immerhin auch diesen komischen Katzenkaffee in echt, ne? Das ist ja auch eine total perverse Nummer.
diese Kaffeebohnen, die irgendwie von so komischen Katzen gefressen werden und die dann auskacken und die Leute sich Kaffee draus brauen. Und das ist ja irgendwie eine Spezialität. Also in echt jetzt. Wer davon noch nie gehört hat, schüttelt jetzt den Kopf wahrscheinlich. Aber das gibt's wirklich. Das ist eine sehr seltsame Sache. Ich würde es nicht probieren. So, was haben wir denn hier? Einen roten Pilz. Nehme ich auch noch mit. So. Schön Bäume fällen, so wie immer. Jo. Und wir brauchen auch immer noch die Zwergenschriftrolle. Fällt mir gerade mal ein, wo wir jetzt hier in dem Wald sind. Denn hier habe ich ja mal eine davon gefunden. Ach, das nehmen wir auch noch mit. Hier habe ich davon ja mal eine gefunden. Aber ich wäre auch nicht traurig drum, wenn wir die andere hier jetzt auch noch bekommen würden. Das wäre eine schöne Sache. Aber ich glaube, den Gefallen tun die Viecher uns hier nicht. Denn wenn das passiert, dann verlieren das in der Regel die Viecher hier. Ich weiß auch jetzt gar nicht, welche Zwergenschriftrolle uns fehlt. Es gibt 4 Stück. Wir haben 3 Stück. Ich weiß nicht, ob wir Nummer 1, 2 oder 3 oder 4 brauchen. Ich habe keine Ahnung. Ich wäre nur sehr, sehr dankbar, wenn wir die noch finden würden. Denn ich will mit dem Zwerg doch reden. So. Du musst auch noch dran glauben, Baumstumpf, zum 100. Mal. Und du auch. So. Und dann geht's wieder ab nach Hause. Dann haben wir hier unser Tagewerk erfüllt. 12 Mal Hartholz haben wir jetzt dafür bekommen. Gibt's hier sonst nicht immer 10? Gibt's hier immer 12? Ist das normal? Tja, keine Ahnung. Wird schon richtig sein, so. Und Holz haben wir auch nicht mehr viel zu Hause. Wir müssten eigentlich mal hier so hingehen und so ein paar Bäume fällen. Bei uns auf dem Hof, da wächst ja kaum noch was. Da habe ich ja alles kurz und klein gehauen. Aus berechtigtem Grund. Weil sich da ja alles ausgepflanzt hat. Und ich weiß gar nicht so genau, ob wir vielleicht mal gucken sollen, ob wir diese Dinger, diese Zapfanlagen hier für Ahornsirup und diesen ganzen Spaß, den wir da machen können, ob wir das vielleicht mal an einem Baum setzen, der nicht auf unserem Hof ist. Dann können wir die Bäume da komplett wegmachen und machen hier alles voll mit Obstbäumen. Ja, ich glaube, das fände ich sogar schöner. So, was haben wir denn hier heute? Leben vom Land. Willkommen bei Leben vom Land. Hier sind wir wieder mit einem weiteren Tipp für euch. Spitzt die Ohren. Hier eine kurze Erinnerung bezüglich der Fische, die man nur im Sommer finden kann. Goldmakrelen in den Flüssen der Wälder am Tag, Regenbogenforellen in den Flüssen der Wälder und den Bergen am Tag, Kugelfische im Ozean und am frühen Nachmittag und Oktopus im Ozean am Morgen. Schnapp sie dir, solange sie da sind. Ja, okay, ja, wir gehen ja schon oft genug angeln. So, jetzt gehen wir aber erstmal ins Bett, auch wenn es noch nicht ganz so spät ist. Sind wir morgen ein bisschen fitter. Gut, ja, wir haben gut Geld bekommen und dann hoffen wir mal ganz, ganz fest auf Regen morgen. Denn dann kaufe ich, glaube ich, mal dieses Hochzeitsamulett, was man kaufen kann am Strand. Und dann können wir auch den letzten Fisch fangen, der uns jetzt hier noch fehlt im Sommer. So, das sehen wir dann aber morgen, ob es morgen regnet. Ja, macht's für heute gut, habt einen schönen Tag. Vielleicht guckt ihr morgen wieder rein, das wäre klasse. Bis dann.